Hallo und herzlich willkommen zu meinem Folge des 22 auf dem PC hier auf der Murgrund. Ja, natürlich sind wir noch im Juni. So schnell vergeht die Zeit nicht, wenn wir mit Zeiteinstellung einspielen. Und wir haben noch sehr, sehr viel Arbeit. Wir müssen ja noch sehr, sehr viel ernten. Ne? Beziehungsweise auch noch Felder fertig düngen. Ihn werden wir gleich wieder einstellen. Weil wenn wir hier gedüngt haben, können wir natürlich auf die Luzernefelder als nächstes mulchen. Da braucht man natürlich einen entsprechenden großen Trecker dazu. Da müssen wir erstmal gucken, wo wir den dann herkriegen. Ne? So, nächster Wegpunkt, da kann jemand noch fertig machen. Weiß nicht, ich muss auch, glaube ich, nochmal CP anschalten, die Übergabe, nicht, dass er sich nochmal Dünger holen muss. In unserer eigenen Produktion natürlich. Ne? So, hier setzen wir auch die Ballenpresse in Gang. Nächster Wegpunkt. Hier müssen wir natürlich hinterherfahren, die Ballen einsammeln. Solange, bis wir die drei vorgewendeten Bahnen fertig haben. Ne? So, der Drescher hat er fertig abgebunkert. Ne. Wenn das machen wir gleich mal hier einen Drescher an. Da warten wir kurz, bis er abgebunkert hat. Da schickt man gleich einen Drescher los. Ja, wenn ich so das Feld betrachte, das werden noch einige Reihen an Schwatt. Ne? Da werden wir richtig gut viel Stroh verkaufen können. Ne? Weil von dem Feld werden wir alles verkaufen. Ins Lager fahren wir dann noch von den anderen Feldern, was die näher am Hof sind. So, nächster Wegpunkt, kann er weitermachen. So, ihn stellen wir einfach nur ein. Halt, wir gucken erstmal. Genau, ihn hier müssen wir noch einstellen. Oder war der jetzt fertig? Ne, da war noch nicht fertig, ne? Der müsste ja dann eigentlich, wenn er am Feld ankommt, die richtige Spur finden, ne? Wird zwar gleich die Meldung kommen, dass er fertig ist, der Düngerstreuer, aber so wie das aussah. Nee, der muss noch eine Bahn zurück, ne? Mal kurz was gucken. Ach genau, 11.000 Liter, ne? Also sprich, wir haben ungefähr so 300... ...60.000 Liter mit, ne? Also es wird sich dann schon bemerkbar machen, wenn wir das verkaufen, sind Ladung voll. So, das ist natürlich oben der Düngerstreuer, oder? Der fertig ist. Dann schickt man ihn erstmal zurück zum Hof. Und zwar oben an die Halle hin zum Parken. Er fährt sich natürlich nochmal beladen, aber das ist auch richtig so. Nee, der war doch hier fertig, oder? Den hatten wir doch zur Halle zurückgeschickt, dass der bloß noch auskippen sollte, oder? Nee, dann wäre das auch nicht so eingestellt. Nee, der muss noch irgendeine Idee haben. Gut, dann lassen wir mal, bis die Meldung kommt, dass er fertig ist. Kann mich jetzt echt nicht dran erinnern, wie weit der schon war. Weil da werden wir nämlich den Sammelwagen hier als Abfahrer nehmen. Und den großen Glas zum Mulchen.
eine Baum macht immer noch Disco hier hinten. Und da haben wir ja einen vergessenen Ballen. Er rangiert ganz schön rum, ja. Nee, der war fertig. Er war fertig. Wir müssen erstmal zum Hof. Welche Richtung fahren wir jetzt verschreckt? Ich glaube dahin, oder? Quatsch, was will ich denn jetzt hier oben? Ach nee, doch. Doch. Bin schon richtig. Wollte eigentlich den Anhänger unten in der Halle stehen lassen. Aber ich wollte auch tanken fahren. Wir werden das hier so ein bisschen als Fahrzeughalle nutzen. Weil die Anhänger kriegt man nicht oben alle nicht mehr unter irgendwann. Den Sammelwagen, den werden wir ausschließlich hier unten brauchen, würde ich sagen. So, da schickt man ihn mal zu 21 hin, dass er den ablösen kann. Das hier nehmen wir mal alles raus. Als normalen Fahrkurs fährt er mal zu 21. Können wir gleich herausnehmen, wenn er zurück ist. Brauchen wir nicht erst noch zum Parkplatz fahren lassen in der Halle. Da kann der gleich hier in die Garage.
So, vier Ballen noch. Oh, jetzt gucke ich hier gerade auf meinen OBS-Bildschirm. Warum ruckelt denn das Bild in OBS so? Oh, jetzt viel zu viele Bäume. So, was wird die Ladung bringen? Lohnt sich das für uns? Ich denke mal schon. So, tun wir es ordentlich platzieren. Und es sind so ziemlich genau 28.000 plus Bonus. Also 30.000 von der Ladung voll. Das heißt, zwei Anhänger voll Ballen, ein Schnittwerk. Ja. So einfach sieht das aus. Fahren wir hier aufs Feld, dass man das besser sieht. Weiß ich, ruckelt das jetzt immer noch so? Nee. Ich hoffe mal, es hat nicht allzu lange geruckelt. Ich habe das nicht mitbekommen. Muss ich glatt nochmal neu starten hier wahrscheinlich. So, ihn schicken wir hier zum Hof, zur Halle, so dass er sich die Mulche holen kann. Er wird dann hier unser neuer Abfahrer. Der das mit Sicherheit genauso hinkriegt wie der Klaas. Ja, der Drescher wird jetzt etwas Standzeit kriegen, weil ich gerade sehe, dass er anhält. Er muss warten, bis sein Abfahrer zurückkommt. Ich weiß auch nicht, schwierig einzuschätzen, wie viel Ladung wir hier kriegen, ne, an Ballen. Aber wenn wir vier Stück kriegen, wäre schon gut, oder? Insgesamt.
So, bleibt ein Abfahrer hier. Da kommt doch. Feld 23 Kobern. So wie Erdbeeren hat man, glaube ich, nicht, oder? Das haben wir doch schon mal geguckt. So, er fährt natürlich jetzt hier hin zu seinem Anfangspunkt. Deshalb können wir ihn hier einfach mal abstellen. Zwar am besten hier zwischen den Reihen, das stört doch keinen. Arme Schild auch abgefahren, ja fast, ne? So, hier erstes Luzernefeld. Wir machen auch gleich das Vorgewende zuerst, oder? Ja, hier, das bleibt alles so. Dreimal mit 12 Metern 20% Überlappung. Und erster Wegpunkt. Ach so, wir müssen dann natürlich nachher noch kalken, ne? Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Aber da lassen wir ihn erst mulchen, da kalken wir dann danach. Weil einen Kalkstreuer hätten wir ja oben zur Verfügung. Mit ihm, der hier noch in der Garage steht. Wo ist er? Ja, hier. Das sollte gehen. Gut, aber das werden wir dann sehen. Also in der nächsten Folge wird er noch mit Mulch noch nicht fertig sein. Aber ich sag mal, vielen Dank fürs Einschalten. Wer möchte, sehen wir uns hier am Sonntag wieder. 16 Uhr, wie gewohnt. Dahin und tschüss.